Es war die Chance zur Derby-Entscheidung. Nach einer Linnerzer Ecke läuft der Konter über die rechte Seite. 77 Minuten sind gespielt. Vor 10 Minuten erst traf der TSV zum 1:2-Anschluss. Leon Pommitz stürmt in Richtung Tor. Neben ihm warten Sebastian Alles und Matthias Poretzky auf den Pass. Aber was macht denn Pommitz da? Nix war es mit der 3:1-Entscheidung. Aber trotzdem muss ich viel kontrollierter aus zu Ende spielen. Ja, vielleicht lege ich mir noch einmal vor und spiele dann rüber. Oder muss das 3:1 sein? Natürlich muss es 3:1 sein, dann ist es tot. Aber wir haben auch wieder in der zweiten Halbzeit so ein bisschen das Spiel, ja, ich würde sagen, aus der Hand gegeben. Aber Lehnert zwar natürlich, hat sich schon viel vorgenommen, haben wir gut Druck gemacht. Ja, wir haben es verpasst, das dritte Tor zu machen, ey. Es scheint zu einer echten Borussenkrankheit zu werden, nämlich die riesigen Chancen gegen den Stadtrivalen nicht zu nutzen und sich so um den verdienten Erfolg zu bringen. Doch beginnen wir von vorne. Vor offiziell 5000 Zuschauern, ON Sport schätzt zwar deutlich weniger, begann das Stadtderby zwischen Borussia Fulda und dem TSV Lennart bei idealem Fußballwetter. Borussia mit derselben Aufstellung wie in Lohfelden und der TSV mit der ungewohnten Viererkette hatten ein paar Startschwierigkeiten. Die ersten Minuten waren hart umkämpft, aber zäh. Fußballerische Leckerbissen, Fehlanzeige. Das einzige Highlight der ersten 20 Minuten, ein Distanzkracher von Alexander Scholz. Tobi Wolf im Tor des SCB war aber auf seinem Posten. Für die erste Chance der Hausherren musste ein Standard herhalten, aber für diese Aufgabe hat der SCB bekanntlich einen Fachmann, Marius Müller. Wie vor einem Jahr packt er die linke Kleber aus und lässt die Borussia-Fans jubeln. Da kann sich Benedikt Kaiser im Tor noch so strecken. Bei diesem Traumtor hat auch er keine Chance. Und plötzlich hatten wir ein Fußballspiel. Der direkte Gegenzug des TSV über André Vogt. Er sucht in der Mitte Steven von der Burg, aber Felix Beck kann zu Ecke klären. Im Übrigen die einzige auffällige Szene des Lenarzer Neuzugangs. Fulda war die etwas stärkere Mannschaft mit mehr Ideen in der Offensive und trotzdem musste es wieder ein Standard sein. Dennis Müller aus dem Halbfeld mit Zug zum Tor. Bertrand Jekovic wird sträflich alleine gelassen. 2:0 durch den Sechser des SCB. In der Defensive des TSV hat mal überhaupt nichts gestimmt. Auch Markus Kröger stand bei der Flanke völlig alleine. Jetzt drücken die Borussen. Erst verpasst Marius Müller seinen Doppelpack um nur Zentimeter. Dann muss Benedikt Kaiser gegen Dustin Ernst eine echte Glanzparade auspacken, um die 3:0-Entscheidung zu verhindern. Mit dem Pausenpfiff erst die Riesenmöglichkeit der Lennarter zum Anschluss. Kemal Savan lupft den Ball am Keeper vorbei, aber bekommt keinen Druck mehr in den Kopfball. Beim TSV musste etwas passieren. In der zweiten Halbzeit Dreierkette einfach, um ja, mehr Risiko zu gehen. Mit dem JJ im Sturm war da ein bisschen mehr Aktivität, ein bisschen mehr Bewegung. Wäre das vielleicht schon von Beginn an besser gewesen? Ja, im Nachhinein vielleicht ja, aber das lag, glaube ich, auch daran, dass Borussen im zweiten Durchgang doch sehr tief hinten drin gestanden haben. Und wir allgemein auch im zweiten Abschnitt viel besser zum Zuge kamen. Doch Lennart fehlten weiterhin die Ideen. Borussia Fulda bei der 3:0-Entscheidung weiterhin näher. Was auch sonst, wieder musste ein Standard für Gefahr sorgen. Nach einer Reitecke bekommt Fulda den Ball nicht richtig geklärt. Pierre Mistretta hält den Schlappen einfach mal hin und knallt die Kugel in die Maschen. Das zweite Traumtor des Tages. Technisch hochwertig, unhaltbar und schon war die Partie wieder offen. Zumindest auf der Anzeigentafel. Dem TSV fiel nicht viel ein. Borussia stand immer tiefer und schon nach 70 Minuten stellte Thomas Brendel auf, Ergebnis halten und brachte Nikola Milankovic für Marius Müller. Dennoch waren es die Borussen, die die Chancen liegen ließen und die Entscheidung vertagten. Wir haben jegliche Situation auch unterbunden oder verteidigt auch. Und deswegen, wie gesagt, ich habe keine großen Chancen von Lenarts gesehen. Ganz im Gegenteil, wenn ich unsere Konterchancen noch zähle, die 3-gegen-1-Situation von Leon Pommitz. Ja, also das ist schade, dass da so ein bisschen die Konzentration nachgelassen hat, weil die Kraft dann einfach nicht mehr da war, diesen letzten Punkt dann noch oder diesen letzten Pass dann einfach zu setzen. Ne? Ob fehlende Konzentration, schwindende Kraft oder einfach nur Pech. Es kam, wie es kommen musste und Felix Beck geht unglücklich in den Zweikampf mit Patrick Schaaf. Schiedsrichter Marco Unholzer zeigt zu Recht auf den Punkt. Thomas Brendel ist stocksauer und Alexander Reit, Ex-Borusse, übernimmt die Verantwortung. Sicher ins rechte Eck, keine Abwehrmöglichkeit für Tobi Wolf, der schmeichelhafte Ausgleich 5 Minuten vor Schluss. Reit wusste nicht, wie er nach dem Treffer reagieren sollte, es gab wohl ein Vorspiel. Sprachlos.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich wurde von 90 Minuten, 60 Minuten lang beschimpft, kann man schon sagen. Und das macht uns dann schon ein bisschen traurig, wie das hier abgeht. Aber im Endeffekt haben wir als Mannschaft hier zweite Halbzeit wieder Moral bewiesen. Und großes Kompliment an die ganze Truppe. Und der Punkt geht dann aufgrund der zweiten Halbzeit dann doch irgendwo. Ist gerecht dann irgendwo. Denn es blieb im Hessenliga-Stadtderby beim 2:2 Endstand. Schaut man sich das Chancenverhältnis an und denkt an die riesige Möglichkeit von Leon Pommes zu Beginn, müsste der Sieger eigentlich Borussia Fulda heißen. Zwei verlorene Punkte also, aber das ist Fußball. Besonders auffällig ist, 4 Tore durch 4 Standardsituationen. Der TSV Lenners bleibt die Nummer 1 in Osthessen, zumindest auf dem Papier. Osthessen TV. Sehen, was bewegt.